Jetzt blicken wir nach München, verlieren dabei natürlich nicht die Ron-Region aus den Augen, denn es gibt auch einige Sportler, die dort bei den Europameisterschaften an den Start gehen. Seit gestern laufen die ja, allerdings jetzt mal aus Mannheimer Sicht, da war Tag 1 nicht so richtig optimal, denn Bob Bertemes, der Kugelstoßer, der hat beispielsweise die Qualifikation fürs Finale verpasst. Gleiches gilt auch für die Stabhochspringerin Jacqueline Ocherre, die noch bei der Weltmeisterschaft im Finale dabei war, jetzt aber bei der EM den Finalkampf nicht erreicht hat. An Tag 2 allerdings erfreulich aus unserer Sicht, so hier aus der Region, Malaika Mihambo, die ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. In der Quali 6,99 Meter ist sie gesprungen, Bestweite der Bewerberinnen. Da findet das Finale am Donnerstag statt. Morgen ist für die Athleten aus der Region erstmal Pause. Und am Donnerstag, dann geht die MTG-Sprinterin Jessica Bianca-Vessoli in das Turnier. Ihre Disziplin, der 200-Meter-Sprint. Und Michelle Teuke hat mit ihr über den bevorstehenden Wettbewerb und die Stimmung vor Ort gesprochen. Jessica, die EM ist ja gestern gestartet. Für Sie geht es erst am Donnerstag los. Wie groß ist denn die Vorfreude? Ja, die Vorfreude ist riesig. Ich meine, ich war 2018 schon mal bei der Heim-EM in Berlin am Start. Das war eine super Stimmung und es ist immer was Besonderes, vor allem mich im Publikum zu starten. Deswegen freue ich mich schon unheimlich. Sie haben es gerade angesprochen, viele Sportler sagen ja auch immer, die Heim-EM oder WM ist was ganz Besonderes. Sie hatten jetzt schon eine erlebt. Jetzt in München sind Sie noch nicht an den Start gegangen, aber haben Sie trotzdem schon ein paar Eindrücke bekommen, wie es vor Ort ist? Ja, auf jeden Fall. Also wir konnten auch schon sonntags mal ins Stadion reinschauen. Es ist wirklich ein schönes Stadion, muss man sagen. Und man hat auch schon von gestern von den Sportlern gehört, dass die Stimmung echt richtig gut war und ja, da freue ich mich jetzt auch schon unheimlich drauf. Wie ist es denn, wenn es im eigenen Land ist? Ist die Unterstützung und die Aufmerksamkeit dann vielleicht noch mal ein bisschen größer? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, in den letzten Jahren waren ja auch häufig die Höhepunkte auf anderen Kontinenten mit der Zeitverschiebung. Es verfolgen das sicherlich da nicht so viele und jetzt sind wir hier auch zur Primetime, auch gerade abends dann mal unterwegs. Und man merkt es auch im Stadion einfach, wenn man vorgestellt wird, sagen wir mal, wie die Masse dann schon besonders laut wird für die deutschen Athleten. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied. Kommen wir noch mal kurz zu den sportlichen Leistungen. Bei der WM im vergangenen Monat war ja nach dem Halbfinale schon Schluss. Wie sind denn jetzt die Zielsetzungen für die EM? Ja, genau. Auf Weltebene ist natürlich das Niveau noch mal ein deutlich anderes. Wir waren im Halbfinale bei der WM nur 5 Europäerinnen. Jetzt sind natürlich noch mal ein paar mehr Athleten am Start. Ich will einfach Richtung Bestzeit laufen. Mindestziel Halbfinale. Der Traum wäre, im Finale zu stehen hier in München. Und dafür gebe ich alles. Von der WM bis zur EM sind ja jetzt wirklich nur wenige Wochen vergangen. Gab es da überhaupt Zeit, sich zu erholen oder ging es wirklich direkt weiter mit den Vorbereitungen für das Turnier jetzt? Ja, wir haben direkt danach natürlich weiter trainiert. Die ersten Tage waren natürlich mit Jetlag ein bisschen schwierig, da haben wir es ruhiger angehen lassen. Aber die Woche später, da haben wir schon nochmal gut trainieren können und ich denke, ich kann auf jeden Fall mit einer guten Form hier an den Start gehen. Am Donnerstag ist es ja dann schon soweit. Wir drücken auf jeden Fall alle die Daumen und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Vielen Dank.